Hallo und herzlich willkommen bei TechStage. Mein Name ist Kamal und heute in diesem Video wollen wir uns das Gigaset Mi anschauen, was für und gegen dieses Telefon spricht und ob ihr es kaufen solltet. Das alles und vieles mehr erfahrt ihr in wenigen Minuten. Bleibt dran, jetzt geht es los. Im Rahmen der IFA 2015 hat Gigaset sein Smartphone-Portfolio angekündigt. Bisher war das deutsche Unternehmen lediglich für seine Haustelefone und als Sponsor des Fußballclubs Bayern München bekannt. In Zukunft möchte man den eigenen Namen auch mit fortschrittlichen Handys assoziieren. Das Angebot besteht aus insgesamt drei Produkten, ein Mittelklasse, ein Oberklasse sowie ein High-End-Smartphone. Das, was wir uns heute anschauen, ist das Mi. Es sitzt zwischen dem Mi Pure und Mi Pro. Unterschiede gibt es zwischen Speicher, Displaygröße, Material und der technischen Ausstattung. Wie gesagt, das Mi ist ein Oberklassen-Smartphone. Das bestätigt nicht nur die Hardware, sondern auch die Optik. Das Telefon besteht vorne aus einem gekurften Gorilla Glas. Es ist eine geschlossene Einheit. Selbst eine Hörmuschel ist nicht vorhanden, so wie man sie von jedem gewöhnlichen Telefon auch kennt. Stattdessen verwendet es die Knochenleitungstechnologie, die den Schall direkt an den Schädel überträgt. Das ist an sich nichts Neues, die Glas von Google hatte bereits dieses Merkmal. Doch die Übertragung ist anfangs leise eingestellt. In einer ruhigen Umgebung versteht man den Gesprächsteilnehmer sehr schwierig. Bei lauten Geräuschen ist das Telefonieren so gut wie unmöglich. Deshalb ist eine hohe Lautstärkeneinstellung empfehlenswert, dann verhält es sich wie eine Hörmuschel. Bleiben wir vorerst beim Design. Auch die Rückseite besteht aus demselben Glas und ist an den Rändern abgerundet. 2,5D heißt es in der technischen Sprache. Die Vorder- als auch die Rückseite sind außergewöhnlich glatt. Das ist positiv, aber auch negativ. Warum dieser Kontrast? Das Mi liegt zwar wunderbar in der Hand, es schmiegt sich wirklich erstklassig, aber genau hier ist das Problem, es ist rutschig. Es ist so rutschig, dass es sich des Öfteren unbemerkt und schleichend bewegt und plötzlich auf den Boden knallt. Das Rutschen gilt nicht nur für diverse Oberflächen und leichte Neigungen, sondern auch für nasse Hände. Ehe man sich versieht, flutscht es aus den Fingern. Zwischen den Glasflächen sitzt ein Rahmen aus Metall. Anders als manche Hersteller verwendet Gigaset hier kein Aluminium, sondern rostfreier Stahl mit gebürstetem Look. Das ist mal etwas anderes, aber unter dem Strich doch sehr edel. In Gänze ist das Design des Mi nicht neu, aber Gigaset setzt hier auf eigene Elemente, weshalb sich das Aussehen von der Konkurrenz gut abhebt. Es ist kantenlos, es fühlt sich gut an und mit 7,7 mm ist das Mi ein dünnes Telefon, wobei die Masse mit 160 Gramm doch etwas zu viel ist. Die Tasten des Mi wurden auf der rechten und linken Seite platziert. Sie gucken leicht aus dem Gehäuse heraus und haben einen angenehmen Druckpunkt. Auch ihre Beschaffenheit wurde qualitativ gelöst. Ein Druck und das Display leuchtet sofort auf. Wer sein Telefon vor fremdem Zugriff schützen möchte, der kann das auf mehreren Wegen machen. Die einfachste Art ist wohl die Verifikation per Fingerabdrucksensor. Dieser befindet sich auf der Rückseite und funktionierte in unserem Test hervorragend. Er ist schnell und weil es ein Sensor und kein Scanner ist, akzeptiert er Eingaben über 360 Grad. Darüber hinaus funktioniert er auch, wenn das Display ausgeschaltet ist. Zudem dient er als Auslöser für die Kamera. Jedes der drei Mi-Smartphones beherrscht Dual-SIM. Der Schlitten speist entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SDXC-Speicherkarte. Was bietet das sonst noch so? Auf dem Kopf befindet sich ein Infrarotsender und Empfänger. Mit der dazugehörigen Universal-App können TV, Sat-Receiver, Klimaanlagen und vieles mehr ferngesteuert werden. Ansonsten gibt es auf der Rückseite ein Herzfrequenzmessgerät sowie ein UV-Sensor. Verwaltet werden diese Daten von der eigenen Gesundheits-App Health. Anders als seine zwei Brüder ist das Gigaset Mi bereits im Handel verfügbar. Es kommt in zwei Ausführungen, schwarz und weiß. Die UVP lautet 469 Euro. Das ist ein angemessener Preis für die gebotene Hardware. Einige andere Telefone, wie beispielsweise das One A9 von HTC, bieten weniger und kosten mehr. Der interne Speicher des Telefons beträgt 32 GB. Davon stehen dem Nutzer lediglich 20,9 GB frei zur Verfügung. Wer mehr braucht, der kann eine Micro-SDXC-Speicherkarte mit derzeit bis zu 200 GB einsetzen. Der Standard ist zukunftssicher bis 2 TB. Das Mi von Gigaset hat einen verhältnismäßig großen Akku, 3000 mAh. Das Telefon kommt bei moderater Nutzung über anderthalb Tage. Wie jedes Gerät heutzutage besitzt auch das Mi mehrere Energiesparmodi. Einige optimieren den Verbrauch, andere deaktivieren komplette Funktionen, alle erweitern die Bereitschaftszeit, ideal für Situationen, wenn man das Grundlegende braucht, wie zum Beispiel Telefonieren oder die Erreichbarkeit.
Das Aufladen des Mi-Smartphones klappt über den neuen und industrieweit anerkannten Anschluss USB Typ C. Sein Vorteil: er ist beidseitig verwendbar. Gigaset ist einer der wenigen Anbieter, die nicht nur USB Typ C, sondern auch die Technik USB 3.0 verbauen. Das ermöglicht einen höheren Datendurchsatz sowie ein schnelles Aufladen. Und das klappt hervorragend. In weniger als 1 Stunde und 41 Minuten war der große Akku voll. Bei dem Mi verwendet Gigaset eine 16- und 8-Megapixel-Kamera. Sie haben eine Blende von f2.0, um viel Licht durchzulassen, und große Pixel, um möglichst viel Licht fehlerfrei einzufangen. Bei der Hauptkamera gibt es einen schnellen Autofokus, der das Motiv zügig scharf stellt. Die Kamera macht mehr als zufriedenstellende Bilder bei viel Licht. Auch bei Kunstlicht und Dämmerung bekommt man noch einigermaßen brauchbare Ergebnisse. Jedoch sind die Farben ein wenig blass. Auch die Schärfe ist nicht immer richtig, der Kamera fehlt es an Feinheit. Richtig schlimm wird es im Dunkeln, da arbeitet der schnelle Autofokus nicht mehr korrekt und die Motive werden unscharf. Hier muss die zweifache LED aktiviert werden. Einfache Bilder für Facebook, Instagram und Co. gelingen trotzdem sehr gut. Bei seinem ersten Smartphone, dem Mi, setzt Gigaset auf ein 5 Zoll großes Display. Es ist ein Flüssig-Kristall-Bildschirm mit IPS-Technologie. Die Auflösung beträgt Full High Definition. Das sind 1920 x 1080 Pixeln. Bei 2 Millionen Bildpunkten beträgt die Pixeldichte 443 ppi. Das ist ein guter Wert für eine Diagonale von 12,7 cm. Die Anzeige ist hell, Texte und Grafiken werden scharf dargestellt. Auch die Wiedergabe der Farben entspricht der Realität. Verbesserungsbedarf gibt es hier kaum. Das Mi von Gigaset wird ab Werk mit Android 5.1 Lollipop ausgeliefert. Ein Update auf OS 6.0 Marshmallow wurde bereits bestätigt. Wann es jedoch kommt, das hat der Hersteller bisher nicht gesagt. Die Oberfläche des Smartphones heißt Gigaset UI. Sie ist von der Optik und der Funktion etwas an Googles Vanilla UI angelehnt. Lobenswert: nach dem R-Start findet man lediglich 4 installierte Bloatware-Apps, die sich mit wenigen Klicks deinstallieren lassen. So bleibt alles übersichtlich und sauber. Apropos, Gigaset verzichtet bei seinem User-Interface auf ein Menü. Alle Apps sitzen auf den Seiten. Im Mi hat Gigaset die modernste Hardware eingebaut, die aktuell verfügbar ist. Qualcomm Snapdragon 810 V2.1 Octa-Core-Prozessor mit 3 GB RAM. In das mobile Internet geht das Smartphone über schnelles LTE mit Kategorie 6 mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde im Download. Für den lokalen Zugang gibt es Dual-Band-WLAN mit 802.11ac über 2,4 und 5 GHz mit bis zu 780 Mbit pro Sekunde. Es hat Bluetooth 4.1, jedoch kein NFC. Die Performance auf dem Telefon ist ausgezeichnet. Menüs öffnen sich rapide und Befehle werden zügig ausgeführt. Das Wechseln zwischen mehreren Applikationen klappt verzögerungsfrei. An manchen Stellen sieht man jedoch, dass der Prozessor nicht immer mitmacht. Das liegt aber nicht an Gigaset selbst, sondern an dem Chip, an dem so manche ihre Zweifel haben, zu Recht, wie wir meinen. Eine Hitzeentwicklung konnten wir übrigens nicht feststellen, das war in unserem Test nicht gegeben. Gigasets erstes Gerät, das Mi, ist ein gelungenes Oberklassen-Smartphone. Es hat eine hervorragende Ausstattung zu einem fairen Preis. Genug RAM und Speicher, Dual-SIM, ein brillantes Display sowie einen starken Akku. Auch das schnelle Laden über USB Typ C mit USB 3.0 gefällt uns. Kritisch fanden wir die Haptik. Zwar liegt das hervorragend in der Hand und es fühlt sich auch gut an, aber es ist eindeutig zu rutschig. Das bringt eine potenzielle Gefahr mit sich. Gerade für ein Telefon, dessen größte Angriffsflächen aus Glas bestehen. Darüber hinaus gibt es nicht wirklich viel zu bemängeln. Die Kamera macht einen guten Job. Die beste ist sie aber nicht. Wer Lust auf einen neuen Hersteller hat, Wert auf Verarbeitung, Hardware, Akku und Display legt, der sollte sich das Mi von Gigaset genauer anschauen. Das war unser Test zum neuen Gigaset Mi. Wir haben vor kurzem auch das Xperia Z5 Compact von Sony getestet. Das ist ein sehr handliches Smartphone. Ein Video dazu findet ihr oben rechts. Falls ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, so abonniert uns kostenlos auf YouTube und wir benachrichtigen euch, wenn es was Neues gibt. Danke fürs Einschalten, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.